Herzlich willkommen zu Let's Play Risen 3 Titan Lords. Wir sind jetzt den Dämonenjägern beigetreten. Ich weiß gar nicht, warum er keine komplette Glatze bekommen hat. Ha, weiß es nicht. Er hat eine totale Glatze bekommen, er nicht. Oder sind die Haare wieder zu schnell gewachsen? Meine Güte, ich habe einen Haarwuchs. Komm mit, Alter. Komm mit. Natürlich. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Quests wir hier noch erledigen können. Aber was war das? Wow, das ist ja cool. Ich kann mich kurzzeitig unsichtbar machen. Raus, hallo, Alter. Ja, ich gehe ja schon. Ich sag es nicht nochmal. Verschwinde endlich. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Was ist denn hier so? Lol, 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 lol. Question 1, wo bin ich? Tanaris. Was habe ich denn für Quest doch auf Tanaris? Grüne Flammen kann ich erstmal nicht machen. Braucht dafür 3 Magiere. Einen habe ich zwar, aber ich brauche noch. Ich gehe mal davon aus, dass das dann das Ende des Spiels ist. Man muss wohl auf die andere Seite kommen und dann alle grünen Flammen entzünden und dann nähert sich das wohl dem Ende, das Ganze. Brief für Harry. Ah. Kilian hat einen Brief für den Piraten Harry gegeben. Das sind hier. Achso, auf Kalador. Das sind hier Questbeschreibungen. Meine, da kriegst du nichts für. Questbeschreibung aus der Hölle. Kann er mal auf die Karte gehen? Vielleicht ist das ja hier sogar. Nee, das ist woanders. Ah, was mache ich hier eigentlich? Ne, ich gehe jetzt mal hier. Da müsste ich ja sein. Hafendiebe. Achso, ich soll mich ja in den Kisten verstecken. Stimmt ja. In welchen Kisten nochmal? Da ist das hier. Die Treppe runter und rechts. What? Oder da oben in den Kisten? Achso, ich kann mich gar nicht mehr rollen. Hallo, Kleiner. Klein? Gar nicht.
Der Gadi ist 3¾ Fuß groß. Ihr habt ein Koboldproblem hier am Hafen. Ja, Homie. Viele Sachen hier gestohlen worden am Hafen. Das waren die bösen Kobolde. Gadi froh, dass Kobolde tot. Riechen fürchterlich. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine und sie ist jetzt sauber. Ein Haufen Kobolde hatte sich dort eingenistet. Kristalle hatten sie wohl angelockt. Oh, Glitzersteine. Dann gut, dass Kobolde tot. Jetzt kann Gadi mit anderen Gnos schürfen gehen. Magier immer wollen Steine. General Magnus wird stolz auf Gadi sein. Das Gadi geht schürfen in neue Mine. Yep. Handelst du auch mit Waren? Tredo, yip yip, Homie. Lass uns handeln. So, ich muss erst mal gucken, ob ich hier was loswerden kann. Ah, warte, hier sind doch die Muscheln. Die verticke ich mal alle. Ach, Pokale brauche ich nicht. Willst du mit Pokale verticken hier? Silberteller, Schatulle, alles hier nur Schrott. Silber da was? Silberne Karaffe. So. Affenstatue, das will ich behalten. Jagdhorn, kann ich ja zwei verticken. Kerzenhalter verticke ich auch ein. Seelenflechte, ha. Wovon habe ich denn ganz viele? Ach, hier, warte mal. Hier. Ich will doch einige behalten. Kannst du mir was beibringen? Auch wenn Gadi kein guter Thief, Gadi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dinky stiehlt. Gnos sind von Natur aus gute Thief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Homie. Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Affentrainer lernen. Ich bin noch nicht gut genug. Okay. Okay, da muss ich erst, müsste ich erst jemanden finden, der Affentrainer technisch am Start ist. Okay. So, ich soll ja hier jetzt, glaube ich, das. Ich meine, das war dieses Schiff. Was ich flott machen soll. Ich kann da mal eine Speicherung machen. Ich glaube, was ich noch sehr gerne hätte als so ein Adventure-Stil-Spiel, das kann ja natürlich auch daran liegen, dass es natürlich nicht jetzt 500 Leute daran mitgearbeitet haben, aber generell prinzipiell gesprochen jetzt mal. Das wäre ein Spiel, in diesem Spiel geht das sogar noch mit den wenigen Leuten, muss ich ehrlich sagen, da stört es mich nicht so sehr. Aber sowas wie Assassin's Creed Syndicate, eine Mischung zwischen Assassin's Creed Syndicate, jetzt nicht dem Spiel nach, sondern der Location nach. Und Unity und Syndicate. Aus Unity die ganzen Fußgänger in so einem Spiel, dass man die ganzen Leute rumlaufen hat. Und aus Syndicate die Kutschen und die Schiffe. Das fällt einem erstmal auf, wenn man die gespielt hat und die untereinander vergleicht. Dass man in Unity zwar die ganzen Zuschauer hat, aber auch gar keine Schiffe rumfahren. Oder Kutschen. Und umgekehrt hat man in Syndicate die Kutschen und die Schiffe. Dafür laufen aber kaum Fußgänger rum. Ich habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Ich habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Aha. Das ist ja auch eine meiner Aufgaben hier quasi, ihn dazu zu bewegen, mit dem Schiff auszulaufen. Obwohl, das sind ja die Magier. Hm.
Das ist ungewohnt noch, dass man... Man hat sich jetzt an die Ausweichrolle gewöhnt. Die kenne ich ja noch aus den Tomb Raider-Teilen, dass man damit Ausweichrollen sich aus dem Weg gerollt hat. Hafendiebe. Habe ich das nicht schon längst? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Warum löscht er die Quest nicht, wenn es hier nichts mehr zu tun gibt? Verstehe ich nicht. Ich werde mich auch mal pennen. Bis zum nächsten Morgen. Meine Güte. Ach, komm jetzt bestimmt runter. Da ist er doch. Deine Diebe waren Kobolde. Oh, dann habe ich die Gnome wohl zu Unrecht beschuldigt, was? Sieht ganz so aus. Ich mach's wieder gut, indem ich ihnen weniger in den Arsch trete. Ja, ja, mach wie du meinst. Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Nun, dann such dir mal was aus. Ein Sack voller Gold oder eine Überraschungskiste. Her mit der Kiste. Das lob ich mir. So eine Überraschung ist doch eh viel schöner als lumpiges Gold. Da hast du. Zeig mir deine Ware. Was war denn jetzt in der Überraschungskiste drin? Das ist aber schwach, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte eher gedacht hier... Der würde jetzt voll die Kiste öffnen, die Überraschungskiste. Ach, sieht doch scheiße aus. Ne, ich lass mal weg. Lass mal gut sein. Die Hüte sehen beide scheiße aus. Das wäre jetzt ganz schön mau, muss ich ehrlich sagen. Meine Güte. Ich glaube, ich sollte mal nach Takarigua gehen. Ein Schatz eines... Oh, warte mal. Ich, sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Zeit rennt aber auch davon.